So, das nächste Pokémon, was wir fangen werden, müssen wir leider erst besiegen. So blöd es klingen mag. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Jetzt brauche ich auch keinen Zerschneider mehr. Jetzt kann ich nämlich das Zoroark endgültig ablegen. Das Zoroark vom ehrenwerten N. Warum benutze ich den Namen jetzt gerade nur so sehr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das könnte einen Grund haben. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich den Namen N so betone. Vielleicht kriegen wir noch ein Pokémon von N. Oder wir treffen N. Und besiegen N, damit wir ein Pokémon von N fangen dürfen. So viele N's überall, ne? Und ja, ich habe gerade verraten, was wir machen. So, wir erinnern sich vielleicht daran, dass es hier in der Siegestraße einen Höhlenangang gab, der von einem Zoroark versperrt wurde. Da ist der Zoroark. Und das lässt uns nun hinein. Das ist jetzt ein Teil der Siegestraße, den wir noch nicht betreten hatten vorher. Ich muss erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Auf jeden Fall nicht hier lang, das wäre blöde. Oder? Oder zeigt uns das Zoroark nur einen Weg, den wir gehen müssen jetzt? Schauen wir mal. Na, da ist Zoroark ja wieder. Genau, wir müssen dem Zoroark jetzt ein bisschen folgen. Ich glaube, das stand sogar vor der Höhle hier erst. Und ja, das leitet uns jetzt zu einem wunderschönen Ort, den wir aus dem ersten Teil bereits kennen. Und zwar wäre das das Schloss von N. Da bist du ja. Dies ist das Schloss von Team Plasma. Es ist alles, was noch in den Träumen von GZ übrig ist. Es gibt einen Ort im Herzen dieses Schlosses, der mir sehr wichtig ist. Ich musste mich dort dir zum Kampf stellen. Komm, folge mir. Oder warte. Lass uns die Rollen tauschen. Führe du mich ins Herz des Schlosses. Ich werde dich beobachten. Auf diese Weise erfahre ich, was für dich wichtig ist und wo deine Interessen liegen. Tust du mir diesen Gefallen? Ja klar, ich führe ihn in seinem Schloss herum. Lass uns nun gehen. Zeige mir, welchen Weg du willst. Ich will da lang. Na gut, wir müssen an einen Ort gehen, der ihm sehr wichtig ist. Das wäre wohl sein altes Spielzimmer, denke ich mal. Ja. Dies war einst mein Reich. Als ich noch sehr klein war, wurde ich in den Tiefen des Waldes ausgesetzt. Bald schon wurden die Pokémon, die dort lebten, zu meinen Ziehhaltern. Bis eines Tages plötzlich ein Mann vor mir stand, der sich als mein Vater ausgab. Das war GZ. Er gab mir den Namen Harmonia, das nötige Wissen, um König zu werden, und ein Team von Pokémon, deren Herzen aus Stein zu Stein schienen. Sie hatten es völlig verlangt, mit anderen Lebewesen zu kommunizieren. Auch dieses Zimmer war eine der Gaben, die ich von GZ erhielt. Ich warte draußen auf dich. Okay, will sich doch hier drin doch nicht uns stellen. Ja, man sieht schon, das ist bisschen heruntergekommen alles. Die Musik ist auch ein bisschen merkwürdig. Und ja. Wir kramen das Item und verschwinden hier besser wieder, bevor hier noch irgendwas passiert. Ein Luxusball, okay. Nehme ich auch. Lass uns nur gehen. Zeig mir, welchen Weg du willst. So, jetzt kommen wir hier runter. Da kann ich auch ein Item mitnehmen. Ja, schau uns ein bisschen die Überreste von N's Schloss an. Jetzt können wir zum Beispiel hier in dieses Zimmer rein. Können wir nicht, weil da ein Riss im Boden ist. Okay, hätte sein können. So, da können wir auch nicht rein. Wir können kurz hier runterschauen. Wo noch ein Item liegt. Unser ETM Hitzekoller wäre eigentlich eine interessante Alternative für Mona. Überlege ich mir nochmal. Und gehen wir mal eine Etage höher. Da lag nichts. Und ja. Wir sind am Ziel, lass uns hineingehen. Ja, jetzt müssen wir in den ehemaligen Thronsaal. Wo sich damals alles ereignet hat. Hier geschah es.
Dies ist der Ort, an dem ich vor 2 Jahren voller Überzeugung gegen einen gewissen Trainer kämpfte. Damals war es mein Ziel, eine Welt der Wünsche zu erschaffen. Für die Pokémon natürlich. Doch ich verlor den Kampf. Gleichzeitig wurde mir jedoch etwas klar. Wir müssen lernen, die Meinung anderer zu akzeptieren. Nur so können wir diese Welt nachhaltig verbessern. Tada! Die Formel zur Weltverbesserung. So können wir tatsächlich etwas bewegen. Ich möchte herausfinden, ob du über genügend innere Stärke verfügst, um die Meinung anderer zu akzeptieren. Los, Zekrom! Ach ja, der hat einen Zekrom. Ich dachte, der hat einen Reshiram. Sorry. Wie es scheint, brennt doch Zekrom darauf zu erfahren, welche Wünsche du dir zu erfüllen suchst. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Beweise mir, dass du bereit bist, entschlossen für deine Ziele zu kämpfen. Und so ein kleiner Remix von der Endmusik. Schön. So, wer kämpft natürlich gegen Zekrom? Auf dem stolzen Level 70. Und wir müssen dieses jetzt besiegen. So einfach ist das. Naja, einfach, ne? Zekrom. Kein Ding, mach ich locker. Ich werde... glaube ich, einfach draufgehen. Jetzt draufgehen im Sinne von auf Zekrom draufgehen, nicht durch Zekrom draufgehen. Auch wenn das Zekrom natürlich viel Schaden kloppen wird, das ist gar keine Frage. Als Elektrodrache wäre es natürlich am sinnvollsten, wenn ich irgendwas mit Boden oder Drache einsetze. Habe ich natürlich jetzt nicht so viel. Oder einen physischen Verteidiger, der allerdings auch nicht schwach gegen Elektroattacken ist. Somit habe ich eigentlich in dem Sinne ziemlich schlechte Chancen. Ja, habe ich. Also, ich habe im Grunde 2 Möglichkeiten, zu denen ich wechseln könnte. Das wäre einmal Mona, da sie Schaufler beherrscht, oder Lara, weil sie es resistiert. Christina ist allgemein ein guter Tank, aber man sieht ja, was der Kreuzhörner macht. Martin hat keine gute physische Verteidigung und Felix und Caro sind schwach gegen den Zekrom. Aus dem Grunde werde ich mal auf Lara wechseln und mal schauen, was sie da aushält. Na, ist nicht mal die Hälfte. Das ist gut. Dann möchte ich gerne mal einen Ne, ich mache direkt Kreuzschere. Auch wenn es mich gerade überrascht, dass ich schneller bin als Zekrom, muss ich ehrlich zugeben. Ich mache Schwertanz. Hätte ich im ersten Zug machen sollen. Also wenn Lara jetzt den Zug überlebt, kriege ich auf jeden Fall einen sicheren Tod hin. Das wird nur leider wehtun. Ja, das tat zu weh. Gut. Tut mir leid, Lara. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Vieh sowas macht. Ich werde mal schauen, was Mona reißen kann. Mona müsste nur den Schaufler durchkriegen, das ist alles. Dann wäre das Zekrom schon fertig. Sehr gut. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass mich der Kreuz dann noch umbringen wird, aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich doch noch ein paar mehr KP habe. Aber egal. Zekrom ist damit besiegt. Und darauf kommt es an. Zekrom und ich haben verloren. Deine innere Stärke und dein Streben nach Wirklichkeit übersteigen unsere Fähigkeiten bei weitem. Während dieses Kampfes habe ich mich an die Ereignisse von vor 2 Jahren erinnert. Wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ich glaube, dich zu verstehen. Vielen Dank für alles, Zekrom. Mit dir auf Reisen gehen zu dürfen, war eine wundervolle Erfahrung. Von nun an möchte ich dich bitten, deine Kraft diesem Mädchen zur Verfügung zu stellen. Hilf ihm dabei, seine Träume wahr werden zu lassen. Das scheint ja nicht so begeistert zu sein. Das arme Ding. Ja, natürlich, der Abschied fällt mir genauso schwer wie dir. Aber deine Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen, die nach einer Welt der Wünsche streben. Ich habe viel von dir gelernt. Dieses Wissen werde ich nun in die Welt hinaustragen. Dazu benötige ich deine Hilfe nicht. Sorge dich nicht um mich. Meine Gabe, mit Pokémon kommunizieren zu können, wird mich zu einem idealen Mittelsmann zwischen Menschen und Pokémon machen. Das ist mein Wunsch. Und nun, schlaf gut, alter Freund. Und da ist wieder der Dunkelstein. Eleia, nimm, der Dunkelstein soll dein sein. Yay, Dunkelstein. Nimm den Dunkelstein und begib dich damit zur Drachenstiege. Das werden wir doch gerne machen, mein Freund. Ach ja.
Hier fand damals alles statt. Der Kampf gegen N, Geatsis. Dass man selbst an das legendäre Pokémon kam. Ja, das waren alles Zeiten, ne? War schön, mal wieder zu sein. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen von diesem wunderschönen Ort. In dem wir rauslaufen. Okay. Ach ja. Da kriegt man richtig Lust, mal wieder Pokémon Schwarz-Weiß zu spielen. Also die ersten Teile. Die ganzen Geschehnisse, das war echt cool damals alles. Vor allem, wenn man sowas zum ersten Mal spielt, die ganze Story da so mitzukriegen und... Das hat echt was. Das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem ein schöner, kurzer Besuch in Enns Schloss. Was leuchtet hier eigentlich? Ach, leuchtet überall hier, okay. Ne, war trotzdem ganz schön, hier mal wieder vorbeizuschauen. Aber jetzt werden wir uns zur Drachenstiege begeben und dem Wunsch Enns entsprechen. Uns mit seinem Sekrum zu verbünden, sprich es zu fangen. Ich frage mich, warum ich dachte, ich verfange Reshiram. Ich hatte irgendwie bei Schwarz Reshiram im Kopf gehabt, ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, es war in den ersten Teilen so, dass Schwarz Reshiram war und Weiß Sekrom. Aber im zweiten Teil ist so, dass Weiß Reshiram ist und Schwarz Sekrom. Das ist blöde, weil ich habe nämlich Schwarz und Weiß zwei. Das heißt, ich habe zweimal Sekrom fangen dürfen. Zweimal Reshiram fangen dürfen auf privat, also von daher, meh. Bisschen blöd gelaufen, schätze ich mal, aber okay, passiert. Kann man nichts gegen machen, ne? Nun gut. Laufen wir ein weiteres Mal zur Drachenstiege und werden dann... ich will nicht den Schnee hoch, danke. Werden uns dann dieses kleine Sekrom schnappen. Hi. Doch nach wie vor herrscht wundersames Schweigen. Die Drachenstiege, wo versteht sie? Den Wunsch oder die Wirklichkeit? Oh, du bist ja ebenfalls hier. 2 Jahre sind ins Land gegangen, seit jener vom Wunsch beseelte Trainer auf diesem Turm einem der legendären Pokémon gegenüberstand, um die Welt zu verändern. Was da so majestätisch in die Höhe ragt, ist die Drachenstiege. Dieser Turm existierte schon lange, bevor es die Einheilregion gab. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Alles trat genauso ein, wie es überliefert worden war. Oh, der Dunkelstein. Dann begibst du dich wohl auch an die Spitze der Drachenstiege, um die Welt zu verändern. Nun, das ist eine wahnwitzige Idee. Man kann die Welt nicht verändern, sich selbst indes schon. Zumindest solange man vom Wunsch beseelt ist. Oh, das klang ganz schön bitter, was? Dagegen helfen bestimmt ein paar Süßigkeiten, was meinst du? Der mit seinen Spezialitäten, ne? Der hat nichts anderes. Ah! Bis zum nächsten Mal. Bye. Nee, wir rennen hoch und schnappen uns das kleine Sekrom jetzt. Es sollte eigentlich ziemlich schnell gehen, weil Sekrom bekanntermaßen eine ziemlich hohe Fangrate hat. Ich hoffe zumindest, dass es schnell geht. So ist es jetzt nicht, ne? Dass ich es wüsste. Es ist nur eine Hoffnung von mir. Immerhin kommen wir ziemlich schnell durch, weil ich ja schon mal war hier drin. Aber gut, es liegt auch daran, dass ich dachte, ich könnte hier oben direkt das Pokémon fangen. Und das war's. Aber da hatte ich mich ein bisschen getäuscht. Dementsprechend fangen wir es jetzt. Jetzt können wir es ja auch. Wir haben jetzt den Stein, wir haben das Pokémon von N erhalten, er hat es ja freigelassen. Und ja. Wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich doch mal. So, dieser Raum, ey, ich hasse diese Raumzone. Der ist eigentlich nichts Besonderes, der Raum, aber trotzdem. Irgendwas an ihm mag ich nicht. Einfach weil das vielleicht sich so unnötig lang zieht. Ich weiß nicht, ich kenne ja vielleicht diese Wegverlängerungsspiralen. Ich mag dieses Wort so sehr, ne? Das ist quasi auch so, das ist quasi wirklich eine Spirale, ne? Das ist ja nicht nur einfach ein Irrweg oder sowas. Das ist ja wirklich eine Spirale. Man geht ja im Kreis um das herum. Der Dunkelstein bewegt sich. Ja, bitte. Ich würde schon Angst kriegen, wenn ich sowas sehen würde, ne? Wenn sich vor mir irgendwie so finstere Strahlen zu einer Kugeln begeben. Und auf einmal...
ein legendäres Pokémon aus dieser Kugel springt. Hätte ich schon so ein bisschen Respekt vor. So. Nochmal. Und dann wollen wir uns auch mal dieses Deck rumschnappen. Natürlich auch mit der entsprechenden Kampfmusik. Wie wir sie schon alle kennen. Die Musik hat was. Ich finde die voll cool. Allgemein, ich finde Pokémon Soundtracks seit den letzten ein, zwei Spielen, oder meinetwegen auch steinweise drei Spielen, Generationen, Entschuldigung, so geil. Also, einfach großartig. Was man da geschaffen hat. Oh. Hat Schallwelle vorher nicht noch mehr Schaden gemacht als das jetzt? Okay. Gut zu wissen. Ich werde mich lange mit den Schwächen von dem Ding beschäftigen. Weil es hat eine verhältnismäßig hohe Fangrate und dementsprechend glaube ich, dass ich es relativ bald fangen könnte. Ich werde mit Mona mal eine... Naja, das ist gefährlich. Mit Mona eine Stärke draufhauen ist jetzt gefährlich. Ich mache mit Lara lieber eine Laubklinge. Das wäre uneffektiv, das ist deutlich besser. Eine noch bitte. Eine brauche ich noch. Lara hat auch einiges aus gegen das Vieh, ne? Das wundert mich auch so ein bisschen. Das ist perfekt. Ich dachte gerade, ich kritte schon, ne? Also, wow. Aber das ist ein perfekter KP-Stand. So, Hyperball. Ich denke sogar darüber nach, die letzten beiden Pokémon, die noch fehlen, mit dem Meisterball zu fangen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das so eine tolle Idee ist. Weil es wäre schon ziemlich langweilig. Muss man zugeben. Muss man echt zugeben, es wäre ziemlich langweilig. Vielleicht nur, wenn es zu lange dauert. Mal gucken. Ja, und ich sag ja, das hat hohe Fangrate. Das heißt doch nicht, dass es direkt im Ball bleibt. Also, ist ja klar. Hoffe ich mal. Dass das klar ist für die meisten. So, wenn das hier nicht so oft ein Kreuzsonne angreift, könnte ich Felix rauslassen. Oder kann Felix Ruheort? Nee, da kann der keinen Ruheort. What the fuck? Felix! Warum kannst du keinen Ruheort? Weil mit dem Ruheort könnte ich mir natürlich meinen Flugtypo wegnehmen. Dass er nichts mehr sehr Effektives gegen mich hätte. Weil jetzt hat er natürlich noch Kreuzsonade, was sehr effektiv ist. Und das ist... Das könnte ein bisschen wehtun. Das wird mich zwar nicht one-hitten, aber es könnte trotzdem ziemlich Aua tun. Das weigert sich aber auch gerade, ne? Soll ich vielleicht so machen wie im LP damals? Moment. Heilball, go! Oh, das will nicht, Manu. Schade, hätte ja klappen können. Ich habe leider nur einen einzigen gehabt, das ist blöd jetzt gerade. Habe ich noch ein paar Trollbälle. Luxusball, go! Einfach ein bisschen Scheiß loswerden, keine Ahnung warum. Jawohl! Passt farblich auch gut zu Zekrom. Sehr schön, wir haben das legendäre Pokémon Zekrom gefangen. Reines Schwarz. Oh, du bekommst keinen Spitznamen, mein Liebes. Zekrom hat dich als neuen Helden anerkannt. Jawohl, Zekrom ist sich sicher, dass die Kraft deines Herzens ausreicht, um die Welt zu verändern. Es gibt etwas, was ich sagen will. Begib dich zur Riesengrotte. Kyurem ist zurückgekehrt. Das habe ich von einem Freund gehört. Elea. Du sehnst dich nach einer Welt, in der Menschen und Pokémon in Einklang leben. Ich bin gespannt, wie es sich in dieser von Liebe erfüllten Welt leben lässt. Eines Tages werden Menschen und Pokémon einander hoffentlich genügend vertrauen, um auch ohne Pokébälle zusammenzuleben. Diese Art von Welt ist es, für die du kämpfen solltest. Hätte was, ja.